Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu Middle Dynasty und dem Winter. Inga ist gerade schon verschwunden. Ich weiß gar nicht, wo sie hin ist. Ich muss mal eben gucken, was Inga hier so treibt. Tierzüchterin. Sollen wir eben gucken hier, wo... Ach, die arbeitet noch bei ihren Eltern? Also nein, Mädchen, nein. So. Inga, du musst nicht bei deinen Eltern arbeiten. Wirklich nicht, Inga. Du... Du... bezaubernde Inga. Inga? Wie Ladenbesitzerin? Ich glaube, ich spinne. Nee, 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 nee. Inga? Inga? So, Ressourcenlager? Nochmal. Kann ich die nicht dem Inga Arbeitsplatz zuweisen? Ressourcenlager. Arbeit zuweisen? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Holzschuppen. Arbeit zuweisen? Holzfäller. So, Inga, du gehst jetzt mal ein bisschen Holz fällen, ne? Gewöhn dich dran. So. Wir gehen uns jetzt auf jeden Fall noch die andere holen zum Holzfällen, damit ordentlich Holz rankommt. Inga kann in der Zeit, bis wir dann mal so weit sind, dass wir weiter bauen können, dann, ich bin ja immer noch vollkommen überladen hier, bis wir dann mal so weit sind, Holzfällen, und dann kriegt sie einen Hühnerstall mit Hühnern. Aber momentan können wir uns nicht überschlagen und bei ihren Eltern kostenlos arbeiten. Kann ich leider auch nicht akzeptieren. Stroh halten wir mal bei uns drin. Dann flitzen wir rüber, holen uns noch die gute... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich sag mal Holzfällerin. Und die kriegt dann natürlich auch noch einen Jägersmann, ne, mit dabei. Das ist ja richtig schön hier im Winter, ne? Also, ich könnte es hier auch aushalten. Er ist nicht durstig. Ich könnte es hier auch aushalten. Ich kann mir gut vorstellen, in meinem Dorf zu wohnen. Als Mädchen für alles natürlich. So, und dann müssen wir auf jeden Fall Flachs, also im nächsten Jahr will ich definitiv Flachs haben, damit wir dann auch da die Näherei besetzen können und eine Werkstatt bauen, Schmiede. Dann müssen wir nochmal hoch zur Höhle, sobald wir die Grabungsstätte bauen können, eine Grabungsstätte errichten, Ressourcenlager, damit wir da immer versorgt werden. So, meine hübsche Holzfällerin, wo bist denn du? Wer war's denn du überhaupt? So angezogen. Erkenne ich euch alle gar nicht wieder.
Oh ja, ich weiß die Temperatur. Ich habe vergessen, mich umzuziehen. Naja, du musst es aushalten, bis wir die Hübsche der Hübschen. Du warst sie. Voga. So, ich schaffe eine neue Siedlung. Klingt gut. Super, wir sehen uns dort. Wundervoll. Achso, wir können ja nochmal gucken hier. Ne, falsche Taste. So. Ein Dreier in Holz. Sie ist eine Zweier in Jagen. Mal gucken. Und er ist auch ein Zweier im Jagen. Ich hätte lieber gerne einen Dreier im Jagen, ne? Ich gehe nochmal rüber eben zum anderen Dorf. Da sind ja keine mehr, ne? Ne. Da war noch einer. So, dann bin ich auf die Pause-Taste gekommen. Wir flitzen rüber, gucken da, ob wir noch einen Jäger erwischen. Und dann müssen wir ratzfatz ins Dorf und ich muss was anderes anziehen, sonst nipple ich ab, bevor ich nachkommen habe. Die denken sie, oh, der Sommeridiot kommt. So, dann zeigt mal. Zweier, Zweier, Einser. Einser, Einser. Ne, in Dreier im Jagen hast du auch nicht dabei. Dann müssen wir den anderen doch nochmal morgen bezirzen. Gut, dann flitze ich zurück ziemlich um. Sonst bin ich gleich wirklich erfroren hier. So, dann hoffe ich mal, dass Inga fleißig am Holzhacken ist. Schnell noch in die Jagdhütte reingucken. Den müssen wir auch umfunktionieren zum Jäger jetzt. Genau. Albert, sei mir nicht böse, aber Albert, du bist jetzt kein Sammler mehr. Jagdhütte. Arbeiter zuweisen. Du bist jetzt Jäger. Und Wonga, meine Tolle, ist jetzt... Was haben wir denn gesagt? Was ist sie denn? Ah, die kann gut kloppen, dann ist die auch Holzfällerin. Arbeitsplatz zuweisen. War der Holzschuppen, ne? Ah, da passt nur ein Arbeiter rein. Hm, okay. Das ist jetzt nicht so toll. Dann muss Bonga momentan mit in die Jagdhütte. Ja. Jäger. Dann bist du halt auch eine Jägerin. So. Gut. Geh jagen, mein Guter. Zacki, zacki. Da ist ja gar nichts hier. Ja, gar nichts hier drin. So, jetzt bloß was Warmes anziehen.
den Sommer Dress erstmal weg hier. Feldstiefel, Pelzhaube. Feldstiefel, Pelzhaube. Haben wir nicht auch eine Hose gehabt, eine Pelzhose? Okay, dann musst du leider mit dem Hemd und der Hose auskommen, mein Guter. Tut mir leid. Feldstiefel, Feldsaube, Kniehose. So, wie sieht's denn jetzt aus bei dir? Wird dir wärmer? Ich mach dich mal gesund. Kontrollieren wir gleich mal. Sollte aber hoffentlich besser werden. Kann noch mal eben reingucken, ob ich die vielleicht irgendwo anders hingeschmissen habe. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen. Feder und Brett. Ne. Brennholz 38. Rundhölzer 72. Wie sieht's hier aus? Okay. Gut, also wir haben jetzt das Häuschen. Wir gucken mal eben, ob die am Feld fleißig dran sind. Ja, da sehe ich sie schon. Hat schon Karotten gesät. Wunderbar, meine Liebste. Wunderbar. Aber steht doch nicht hier draußen rum. Geht doch in die Hütte, ist doch wärmer. So. Ungepflügtes Feld. Ungepflügtes Feld. Hier wächst der Roggen. Sollte nicht noch irgendwo Roggen wachsen? Da, ne? Ja. Weizen. Roggen. Ach, das ist ein gemischtes Feld gewesen. Okay. Weizen konnte ich nur im Herbst anbauen. Ach, Mist. Habe ich mich verhämmert, glaube ich, ne? Mal gucken. So, mein Weizen. Im Herbst gesät. Mist. Okay, dann müssen wir im Frühling nochmal sehen. Oh, verdorben 279, das ist ja nicht schlecht. Da können wir eine Menge Dünger mit herstellen. 111 Dünger haben wir. Karottensamen. Zwiebeln, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen Stein sammeln. Sofern wir welchen finden. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch weitere. Ja, wobei, nee, ein Wohnhaus brauchen wir nicht. Wir haben erstmal, das glaube ich, erstmal genug. Wir werden dann vor Ende des Winters, denke ich mal, noch ein Häuschen bauen. Und werden uns dann noch zwei Feldarbeiter holen. Noch das Feld im Frühjahr anbauen oder im Winter abstecken zumindest schon mal. Und im Frühjahr anbauen. Ja, und dann werden wir noch einen Auftrag machen auf jeden Fall. Oder ein paar Aufträge machen. Damit wir noch ein bisschen Punkte kassieren können. Und dann sollte der Winter auch schon wieder fast vorbei sein. So dass wir dann im Frühling direkt Bärchenfarmen gehen. Geld verdienen, Steuern bezahlen und dann uns der Hauptquest widmen. Wir sollten ja nicht mehr ganz so viel Arbeit haben jetzt mit den mit unseren Bediensteten. So, ich bin wieder voll.
Ja, Flachssamen muss ich besorgen. Ganz wichtig. Ich wollte ein großes Flachsfeld machen. Was haben wir eben gebraucht? Für die Hütte haben wir 50 Steine oder so für das Wohnhaus gebraucht, ne? Das ist natürlich eine Nummer. So, und dann bin ich am Überlegen, ob ich früher Offscreen mache, nur das Nötigste an Feldarbeit verrichte und nur Bärchen farmen, damit wir Geld zusammenkriegen. Damit wir da auf jeden Fall dann in Ruhe uns Hühner, Gänse, Kühe, was auch immer kaufen können. Damit es nicht wieder zwischendurch dann so mit Bärchen farmen hier und Pilze farmen und Johanniskraut. Dann ist das ein bisschen abgearbeitet. Und dann ist das mit dem Aufbauen der ganzen Geschichte auch ein bisschen entspannter. 36. Weil ich denke mal, dass wir nächstes Jahr wohl schon einen größeren Batzen Geld an Steuern zahlen müssen. Ich kann natürlich versuchen, mich zum König erklären zu lassen. Dann fällt die Nummer mit der Steuern weg. Dann müssen wir nicht zahlen, dann kriegen wir. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach werden. So, ich glaube. Ah, da kommen noch. Da kommen noch mal welche. So. Diesmal versuche ich mich mal nicht zu überladen. Noch. Ah, einen können wir, glaube ich, noch. Einer geht noch. Den können wir vielleicht auf dem Weg nach hier. Da waren auch ein paar vereinzelte, ne? Da zum Beispiel. Genau, so. Bringen wir die weg und dann haben wir, glaube ich, 50 Steine. Das könnte passen für noch ein Wohnhaus. Ja, und dann muss ich jetzt natürlich zwischendurch auch mal, ich kann die Nächte nicht immer durchmachen, ich muss mich ja auch mal zu Inga legen, sonst gibt das mit Nachwuchs auch wieder nichts. So, was haben wir? 60 Steine, sieht doch gut aus, ne? So, wir gehen jetzt mal rüber und dann würde ich sagen, ich schalte euch eben kurz weg, ich renne rüber und wir gucken mal, ob wir Flachsamen haben, sonst vergesse ich das wieder. Bis gleich. Ich muss euch mal eben dazu holen. Seht ihr hier? Entweder wäscht er sich oder der begeht Selbstmord. Ich weiß auch noch nicht genau, wer das ist, aber ich muss mal hin. Ach, Bonga. Bonga, aber sonst geht's wohl, oder? Warum nimmst du nicht die Brücke? Okay. Naja, jetzt sind wir fast am Dorf, dann kann ich euch da dabei lassen. Ich habe gerade echt, also nicht schlecht gestaunt. So, ach ja, Bogenschießen mit Alvin wollten wir auch noch machen. So, mal schauen. Die Gute muss ja auch hier irgendwo rumstreuen. Da hinten, glaube ich.
sie das gewesen? Ja. Nein, du hattest nicht. Wer hatte denn zum Teufel nochmal Flachssamen? Zwiebel, Weizen, Roggen, Mehl, Karottensamen. Wer hatte denn nochmal Flachssamen? Jetzt geht's dann los. Ich glaube hier in dem Dorf, ne? Die hatten Flachssamen. Ich renne mal erstmal darüber. Das müssten wir noch vor Einbruch der Nacht schaffen. Ich hole euch wieder dazu, wenn ich angekommen bin. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg zusammenlaufen. Das ist ja nicht wirklich spannend. Bis gleich. So, da bin ich angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, davor. Da laufen sie. Das wird die ergattern hier. Er hatte, glaube ich, keine, ne? Dagobert, du hast keine gehabt. Kohlsamen, Dünger. Tierfutter, rote Beete. Ne, vielen lieben Dank. Ich glaube, du hattest Flachssamen, wenn mir nicht alles täuscht. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Zeigst du mir mal bitte deine Waren? Flachs. Flachshalm, Flachssamen. 20 einer. Oh, Himmel, Arsch und voll. Oh. Aber wir brauchen schon mindestens 20, komm. Von 2,5 schon wieder nur noch 1,3. Ich werd verrückt. So, ich werde jetzt... werde ich gehen. Und vielleicht können wir noch einen Auftrag machen hier. Eben auf die Schnelle. Mal gucken. Du bist doch einer. Welcher, ne? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? In der letzten Zeit wurden nachts in unserem Dorf weiter. Lass mich darüber nachdenken. Ne? Also nachts hier, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu... Was ist denn mit dir? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Kannst du mir einen Trinkschlauch besorgen? Ich werd verrückt. Ich hab doch selber noch nicht mal einen Trinkschlauch. Ich hab doch noch gar nicht geguckt, wo wir uns einen Trinkschlauch machen können. Stimmt, an der Werkbank, ne? Wo ist denn Dagobert jetzt hin? Da hinten. Oh. Oh. Ja, er hat seinen Zaun fertig. Die Bretter nehmen wir mit. So. Nicht verkommen lassen, die Bretter. Oh, Sau. Feldarbeit. Oh. Oleg. So, zeig du mir nochmal deine Waren. Du hattest keinen Trinkstoff, ne? Ja, gut. Ich werde jetzt gehen auf Wiedersehen. Ja, gut. Dann ist das mit dem Trinkschlauch, glaube ich, auch nicht so. So, wir müssen ein Stückchen darüber und dann wieder zurück. Dann würde ich sagen, ich schalte euch wieder dazu, wenn ich zu Hause angekommen bin, weil wird jetzt eh Nacht. Und, ja. Da kommt eine Wildsau, da kommt noch eine Wildsau. Nee, nee. Nein, ich habe keine Ausdauer. Das ist nicht gut. Okay, ich lasse euch noch kurz gucken, ob die mich attackieren oder ob ich schnell weglaufen kann. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe nur einen gebrauchten Speer mit. Deshalb habe ich mir die jetzt nicht zu Gemüte geführt. Sonst hätte ich es gerne getan. Da ich eh schon hier oben bin, hätte ich dann noch ein bisschen Fleisch besorgt noch. Gut, ich schalte euch wieder dazu, wenn ich am Dorf in unserem Dorf angekommen bin. Bis gleich. So, da bin ich am Dorf angekommen. Ich hatte noch einen umgelegten Baum, den wir da hatten. Den habe ich noch eben gefällt. Also zerhackt. Die Bretter packen wir auch hier rein. Die Stöcke auch, so. Den Flachssamen bringen wir rüber. Und dann würde ich sagen, legen wir... So, jetzt mal eben gucken, Flachssamen, wann kann der... kann im Frühling gesehen und im Sommer geerntet werden. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir den im Frühling, machen wir ein schönes Feld fertig.
für den Flachs 20 Stück. Aber machen wir direkt, ja, machen wir 20, reicht erstmal. Können wir dann nochmal vergrößern. Perfekt. Gut, so. Bedeutet, wir können jetzt nochmal einen schönen Rundgang machen. Schauen, ob... Inga wird bestimmt tief und fest schlafen. Inga ist gar nicht zu Hause. Das macht mir jetzt aber Sorgen. Wo ist Inga? Inga, mein Täubchen, bist du das? Ah, Inga. Ah, hast du einen Moment Zeit für mich? Hast du Klatsch und Tratsch gehört? Kannst du mir bei etwas helfen, was mir am Herzen liegt? Ich glaube, wir sind bereit für ein Kind. Das empfinde ich auch so. Bin ich gut? So, ich werde dir aber jetzt noch ein bisschen bezirzen. Oh, minus 5. Okay. Na gut, Inga. Gut, aber ich wollte gucken, ich wollte doch Crafting. Wo war denn hier Häuser? Möbel war das, glaube ich, ne? Wo hatten wir denn Speicher, Ressourcen, Häuser? Mal eben gucken. Gebäude nennen. Speicher, Ressourcen, Überleben, Crafting. Nein, dann war es weiteres, ne? Fallen da, Möbel. Und zwar so ein Waschzuber. 8 Bretter. Die haben wir ja. Dann werden wir noch mal einen Waschzuber hier hinstellen, damit die sich auch alle mal waschen können. Nicht, dass ich hinterher das Brennen in den Augen kriege. So, und ich glaube, da müssen wir als nächstes, glaube ich, eine Werkstatt bauen, ne? Das macht glaube ich, am meisten Sinn. 9. Ein weniger. 8. So. So. Weiteres Möbel, Waschzuber. So. Gibt es da einen Trick für, dass man den stellen kann, oder? Ja, hier würde ich ihn jetzt ungern stellen, eigentlich so direkt. Aber ja gut, wir sind im Mittelalter, ne? Genau. Ja, mach dich mal sauber, mein Kleiner. So, jetzt gucken wir mal eben, wie die Leute so aussehen. 55, 61, ja, das ist ja ganz okay. Okay, Inga müssen wir ein kleines bisschen glücklicher machen. Die findet das mit der Feldarbeit, glaube ich, nicht so toll. Die Feldarbeiterin könnten wir eigentlich zum Jäger befördern. Und Inga ist eine bessere Jägerin als eine Holzfällerin, ne? Sehe ich gerade. Gut. Dann machen wir Albert. Albert wird... Albert wird Holzfäller. So. So, so, Arbeitsplatz zuweisen. So, Albert, du wirst jetzt Holz schuppen. Inga, raus. Ah, muss ich erst Inga auch löschen? Okay. Inga, du wirst jetzt meine Jägerin. Jagdhütte, Arbeitsplatz, Jäger. Und Albert
wird unser Holzfäller. So. Gut. Vielleicht ist Inga dann auch ein bisschen glücklicher, wenn sie jagen gehen kann. Und ich würde sagen, ich lege mich jetzt mal zur Inga. Auf ein kleines Stell dich ein. Inga, wo willst du hin? Inga, wir haben doch 22 Uhr. Inga. Ich meinte nicht, du musst jetzt jagen gehen. Inga? Nein, Inga, du sollst nicht jetzt jagen gehen. Inga, aber ich wollte doch, Inga. Inga. Ey. Inga. Inga? Inga, komm, wir gehen ins Bett. Inga, jetzt nicht böse sein. Komm schon. Komm, ich tue die Axt auch weg. Inga? Okay, Inga ist das. Inga redet nicht mehr mit mir. Ich habe, glaube ich, Mist gebaut. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal eine Inspektionsrunde hier im Haus. Ob alle auch da sind und zufrieden sind. Hier, er fällt auch. Er gibt bestimmt Holzfällen jetzt. Okay. Ich mach's dir mal ein bisschen warm hier, ne? So. So, wie sieht's bei dir aus? Sie ist auch weg. Unten ist okay noch, ne? Nö. Wo sind denn die Leute alle hin? Die haben ja komische... Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber... Aber ich finde es schon komisch. Inga steht da immer noch wie angewurzelt. Ich habe keine Ahnung. Sodom und Gomorra. 13 Rundhölzer. Oh, das ist super. Inga war aber fleißig, ne? Also, 13 Rundhölzer. Stramme Leistung. Ne, 7 Brennholz. Was machen die denn? Sind die irre? Wajo, jetzt ist meine Fackel auch noch kaputt. Ja gut, 33 Minuten. Ich mache jetzt ein bisschen Brennholz aus den Rundhölzern, damit die mir hier nicht erfrieren. Vielleicht sind die auch abgehauen, weil es zu kalt war. Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge am nächsten Wintermorgen hoffentlich wieder, wenn ihr einschaltet. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.